Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns das Video von 4seven, Ex-Freundin gegen Ex-Freund an. Das Valentinsdate. Wie der Name schon sagt, so, da sind wir auch schon wieder im Video. Dementsprechend würde ich sagen, Video ab damit. Du battlest gleich deinen Ex-Freund. Bist du schon gespannt drauf? Warum willst du denn battlen? Warum kommst du hier hin und willst denn auf dem Beat zerfetzen? Sag mal ein paar Worte dazu. Ich bin definitiv gespannt auf das Battle und er hat mich ziemlich krass verletzt und deswegen versuche ich ihn jetzt so zu zerstören. Okay, und das auf Battle-Rap-Art? Auf jeden Fall. Hast du Bars am Start? Ich habe krasse Bars und Punchlines am Start und die werden den zerstören auf jeden Fall. Stark, dann sind wir gespannt. So, wir haben hier den Ex-Freund. Er hat einen Konflikt mit seiner Ex-Freundin. Kannst du mir ganz kurz sagen, wieso, weshalb, warum du hier bist, wieso du deine Ex-Freundin battlen möchtest? Auch noch battlen im Rap, ne? Sag mal ein paar Worte dazu. Ja, sie sagt immer, sie kann besser rappen. Und seit wir uns nicht mehr verstehen, ist es so auf einer stichelnden, provokativen Art und Weise die ganze Zeit so kommentiert bei meinen Storys so. Das musste geklärt werden einfach. Und warum dann nicht vor Kamera? Sehr, sehr stark. Also wir sind gespannt. Let's go. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4seven und Happy Valentine's Day. Und wir haben hier ein Battle. Ex-Freundin battelt Ex-Freund. Und wir haben uns versammelt hier in der Shisha-Bar Bless in Krefeld. Rheinstraße 72, kommt alle vorbei. Und die beiden, die haben sich was zu sagen. Und Ex-Freundin fängt an. Let's go. Ich bin gewachsen seit der Trennung. Zwischen uns liegen jetzt Welten. Mein Ex-Freund ist gekommen. Sowas sieht man ziemlich selten. Doch eine Sache habe ich bis heute nicht gecheckt. Wie fühlt man sich als Mann, wenn die Freundin besser rappt? Weißt du noch beim ersten Date? Du kommst sogar mit einem S-Groupie. Doch du Perverser bekamst von mir nichts weiter als nur den Pfefferspray. Keiner braucht dich wie Rap-Update. Bin auf Party zu Escalate. Währenddessen mit dieser Junge sich einen runter auf Bad Moms J. Die Eier schon verloren, es wird ein Bitchfight. Jeder weiß, ich war mit dir zusammen nur aus Mitleid. Du warst noch nie beschützerisch, nicht mal beim Begleiten. Also wer ist jetzt die Muschi von uns beiden? Und endlich komme ich zu meinem Geständnis. Die Beziehung mit dem Psycho ist so wie ein Gefängnis. Trag das nicht, sonst muss ich mit dir beefen. Doch einer gestandenen Frau kannst du nichts verbieten. Geh mal wieder lieber, ich bin eine andere Liga. Das ist die Alibaba-Version von Sami Khedira. Meine Freundinnen fragten, was hat die Schwester vor? Denn du bist ein Downgrade von meinem Ex davor. Mit dir hatte man kein Glück. Alles kommt zurück, er wollte Analsex probieren und dann hat er sich gebückt. Keine ich liebe dich und kein Volunté. Ich trage keine Tüten, doch für dich hab ich ein Bodybag. Auf jeden Fall stabile erste Runde von der Ex-Freundin. Jetzt kommt der Switch zu dem Ex-Freund. Wir sind gespannt. Hi, Schätzchen, damit hast du nicht gerechnet. Du trennst dich das Recht sich, ich will dich nicht vergessen. Du kennst mich, ich will battlen. Du warst nie besonders schlau, aber halt auch nicht gerade hässlich. Der Sex mit dir war versaut und jeder im Raum bestätigt. Du Eklige, schäme mich stellvertretend für jeden, den du als nächstes fickst. Jeder soll wissen, dass deine Krähennägel wie Säbel sind. Reiß durch die Zeit, mach aus jedem Geh nicht ein Geh mal bitte. Dann hätte ich jetzt Seelenfrieden statt Leberrisse. Frag mich, wofür ich mein Schädel ficke, die nächste bitte. Lachkick, wenn ich dich heute sehe mit diesem elendicken Lappen. Keine Frage, dass ich im Penis auf die Mercedes-Sitze male. Auf dem Fahrrad, während der roten Phase. Was hast du getan? Selbst deine Mutter nennt dich Schlampe. Aber mit Stolz, so machst du ihr keine Schande. Verdammt, jeder weiß, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Schlampe, lass mal jetzt, komm mir mal nicht mit Hase. Lass vertragen und laber mich mal nicht dicht. Mir ist scheißegal, was ich sage. Du hast gesagt, dass du da bist, aber du hast mich verraten. Und all das, was du meinem Kopf angetan hast, das mach ich heute mit deinem Namen. Hab auf alles geschissen, du machtest mich zum Verführer. Ich fand deine Schwester immer süßer, sad, dass sie ein Typ hat. Egal was du Slut tust, zieh dich nackt aus, ich steh drüber. Denn andere Töchter haben ja auch schöne Mütter. Also auf jeden Fall, der erste Part war auf jeden Fall richtig sick von dem Ex-Freund. Der erste Part von der Ex-Freundin war natürlich auch super. Darauf bin ich gar nicht eingegangen. Allerdings sind das so Themen, die so persönlich sind, persönlich verpackt. Und dementsprechend sind die Lines halt komplett anders gewichtet, weil sie auf den anderen unterschiedlichen Impact hat. Ist natürlich bei jedem Battle-Rap völlig normal, das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber was ich zu dem Ex-Freund sagen muss, er ist teilweise immer so aus der Takt gekommen und hat dann den Flow dann gehabt. Quasi. Ich bin jetzt hier auch kein Flow-Experte, aber das ist mir halt so aufgefallen. Das Ding ist rum.
By the way anzumerken, der Beat ist wirklich extrem geil. Gott, was ein Typ, ach du Scheiße. Ein Charakter, 1,90 und Breite. So geheimnisvoll, plus diese Reife. Doch nicht du, geh mal bitte beiseite. Und warum habe ich Schluss gemacht? Er hat einen kleinen Mangel und ich wusste das. Du bist ein Kind und bist niemals reif genug. Denn dein größter Mangel ist nur dein IQ. Ich war für dich ne Bereicherung und du likest andere Frauen wie ein feiger Hund. Du wärst gerne bei irgendeiner eingedrungen, aber den Seitensprung hatte er mit seinen Jungs. Außen vorbei, mit dir hatte ich echt eine grausame Zeit. Und dein Rap hat mich leider nie berührt. Du rappst genauso, wie du Beziehung führst. Wow, du kannst glotzen und leise sein. So zerstört von der toxischen Weiblichkeit. An seine zukünftige Frau will ich eins anmerken. Ach was, der wird alleine sterben. Er wollte Street FIFA spielen, Alter, richtig krank. Und nach einer Halbzeit hatte er dann nichts mehr an. Ah, so dumm und Gomorra. Leute nahmen von dir Abstand, auch vor Corona. Nie mehr muss ich mich für dich zurecht machen. Nie mehr muss ich weinen, weil wir Stress hatten. Nie mehr drohst du mir mit einer Schlägerei. Und nie mehr wirst du mir einen Befehl erteilen. Nie mehr kontrollierst du Chats bei WhatsApp. Eine Frau behandelt man korrekt mit Respekt. Und eine Sache habe ich bis jetzt nicht gecheckt. Wie fühlt man sich als Mann, wenn die Ex besser rappt? Also die Frage, die sie da am Ende stellt, wie ist es, wenn die Ex besser rappt, die hat nochmal so einen richtig anderen Impact, gerade weil das, was ich zuvor als Negativpunkt bei dem Rapper aufgezählt habe, also bei dem Ex-Freund, hat sie hier natürlich sehr gut natürlich auch mit reingespielt, wie ist es, wenn die Ex besser rappt, weil sie hat bis auf eine Lines, beziehungsweise bis auf zwei Lines, hat sie komplett flüssig durchgeflowt und hat sich auf jeden Fall sehr gut angehört, generell auch ihre Stimme harmoniert mit dem Beat bombastisch, dementsprechend ein perfekter zweiter Part. It's serious. Jeez, Bark, this is crazy. Sorry, Babe, so war das nicht gemeint. Du weißt doch, wie ich sein kann. Manchmal kann ich mich nicht kontrollieren und muss mich wieder einfangen. Am liebsten leg ich jetzt mit dir im Einklang im Bett. Aber Schlampe, Schlampe, Note, Fott, sorry, Tourette. Schwöre, du konntest doch nie rappen. Dein Neuer schreibt deine Texte. Nur schade, dass er ein Lelek ist, ohne Plan, wie man battelt. Mein Respekt, flüchtig wie dein Mundgeruch, mein Schatz. Vertrauen flüchtig wie das Motiv auf dem Shirt, das du gewaschen hast. Kannst du behalten, ist jetzt eh im Arsch. So wie jede Beziehung, die du im Leben hast. Ich war dein Peak und dieser Fakt wird dir allmählich klar. Jetzt kriegst du Fickfinger, aber nicht auf die schöne Art. Ich war der Lyriker mit schwarzen Löwenhaar. Du standest mir gut, das gewisse U wie ein Accessoire, aber das war's auch. Spielten Weitwurf im Glashaus und hielten während alles über uns hereinbrach die Arme auf. Das war ein Fehler, Bitch, guck nicht so dumm, denn heute würde ich dich als Schutzschild benutzen. Du verteilst deine Nummer wie die AfD-Flugblätter. Mit dir zusammen sein fühlt sich an wie ein Crew-Sampler. Machst diesen Rap-King zum Blues-Sänger, doch im Battle mach ich dich zum Blutspender, Bruce Banner. Und nach wie vor findest du Luke lecker, doch ich nehm dich nicht mal mehr als Frau wahr, du Penner. Kein Kiss from a Rose, ich bin nicht Ziel, du Schlamm. Alles, was ich will, ist, dass du stirbst, ist das zu viel verlangt. Wär ich wie du, ich könnte nie wieder schlafen. Deine Stimme klingt für mich so wie Tigerkrallen auf Schiefertafeln. Also richtig kacke, aus diesem Paar wird nie wieder was. Vergiss jede Zeile, die ich jemals für dich geschrieben hab. Außer diesem Paar, der soll dich erinnern. Du wirst nie wieder jemand wie mich im Leben haben. Auf jeden Fall sehr, sehr stabil. Auch der zweite Part des Ex-Freundes hatte seinen Impact, wie er sein sollte. Und somit kommen wir auch schon zum Ende dieses Video. Wie fandet ihr den Ex-Freund? Wie fandet ihr die Ex-Freundin? Wer hat besser eurer Meinung nach abgeschnitten? Schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich bin da sehr gespannt. Ich lese mir das auf jeden Fall durch. Würdet ihr mit dem Ex-Partner ein Battle-Rap starten? Das würde mich auch interessieren. Schreibt es unten in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ich habe gesehen, dass 74,2% meinem Kanal noch nicht gefolgt sind und trotzdem meine Videos schauen. Ich möchte mindestens die 30% sehen. Dementsprechend lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video, was auch immer ich mache.